Hä, wieso? Wieso kann ich? Ich kann mit Mausrad, steht ja eigentlich da. Aber damit kann ich nichts machen. Verstehe ich nicht gerade. Wieso kann ich nicht Handschlag machen? Ach, ihr konntet voten. Ach, stimmt, dort oben steht, die Abstimmung läuft. Entschuldigung, Entschuldigung, das dort oben habe ich gar nicht gesehen. Alles gut. Ach, da ist bei euch direkt die Abstimmung dazu auf dem Bildschirm aufgegangen, oder was? Ist ja geil. 100% Hack. Wieso? Ich hab's nicht so mit Umarmung, aber ich freue mich echt, dich zu sehen. Sehr professionell. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, Miss Chen. Die Freude ist ganz meinerseits, Sir. Unglaublich, dass du hier bist. Glaub's ruhig. Okay. Also, wenn das nicht will. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Dann stelle ich es auf Ich bin Hochspannung. gewachsen, hä? Huh? Ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Diesmal ist es keine Abstimmung, also machen wir. Wir machen nur Vorschläge, dann wird mir gezeigt, wie ihr abgestimmt habt. Und dann kann ich das. Ich weiß es nicht. Also es hat ja eigentlich angezeigt, 100% auf Umarmung. Ich weiß es nicht, Mia. Ich weiß es nicht. Wollen wir gleich nochmal ganz von vorn? Oder sagst du wegen der Ehen-Umarmung, das wird schon nicht ganz so. So, jetzt dürfte es ja eigentlich so sein, dass ich entscheiden kann. Und dann nehme ich halt immer das, was am meisten da ist. Ganz einfach. Wenn das Spiel uns trollen will. Ja. Jetzt geht's um mit dem Hoch- und Ich bin Runterscrollen. nur etwas aufgeregt. Und das zu Recht. Dieses Treffen wird aufgezeichnet. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Habe ich gemerkt. Willkommen in Haven. Ich will dann trotzdem nochmal gucken, ob ich irgendwie in der Grafik was machen kann. Weil teilweise hast du hier so eine Streifenbildung. Und wenn ich die ganze Zeit hier im OBS neben mir im Augenwinkel sehe, wie das so ruckelt, ey, das macht mich fertig. Oh, Braunbär. Oder? Echt hübsch. Komm. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum Die erwarten. Kritiken waren durchwachsen. Hey Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was ist deine größte Schwäche?
Was? Ist für Ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen, eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Viel Spaß! Wenn ihr sagt, euch reicht noch eine halbe Minute, können wir das auch unterstellen. Für den Spielfluss. Ich glaube, das mache ich dann. Halbe Minute dürfte eigentlich ausreichen. Okay, 25 Sekunden reicht. Ja, 25 Sekunden weiß ich nicht. Da machen wir gleich lieber eine halbe Minute und gut ist. Da gehe ich nach der Abstimmung nochmal kurz in die Optionen rein. Und da versuche ich mal die Grafik nochmal ein bisschen zu entschärfen. Und da können wir gleich die Abstimmung auch noch runtersetzen. Kann man nicht ganz so lange warten. So, bin gespannt. Be honest. Sei ehrlich. Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Fatal Error. Unreal Engine ist crashed. Unreal Engine. Eigentlich gut, aber naja, gut. DirectX 12. Da machen wir gleich nochmal von vorne. Da können wir nämlich auch umarmen und das komplette Programm. Da machen wir jetzt, als ob wir das bisher gar nicht gesehen haben. Ich überspringe hier. So, ich drücke Einstellungen. Livestream. 30 Sekunden, machen wir aber trotzdem bloß Vorschläge. Okay, Video. Anzeigemodus, Vollbildschirm im Fenster. Grafikqualität, Video erweitert. Texturqualität. Vertikale Synchron, nein. Okay, also eigentlich. Dann gehen wir mal bei Grafikqualität allgemein auf hoch. Was haben wir hier noch? Ne, 30 FPS ist zu wenig. Raytracing. Da habe ich natürlich gar keine Ahnung davon, aber. Gut, machen wir mal so. Möchtest du? Okay. So, anwenden. Achso, können wir gleich zurückgehen. Das hatte ich. So, aber wieso habe ich jetzt trotzdem kein Fenster? Wieso komme ich hier nicht raus? Ich wollte doch eigentlich, dass ich mit der Maus Außenbild raus kann. Das geht doch bei Vollbildschirm nicht, oder? Aber wieso gibt's nicht diesen Rahmenlos-Modus? Das ist halt Quatsch. Ah, jetzt kann ich raus. Okay. Gut. So, wir haben die Grafik runtergeschraubt, wir haben das Voting verkürzt. So, wir tun mal so, als ob die letzten 10 Minuten nicht passiert wären.
kurz was essen gehen. Na, du hast ja die ersten 10 Minuten schon gesehen. Ich gehe mal kurz bei mir die Wohnungstür hier. Also, Alex, Stubentür aufmachen. Es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Okay, das funktioniert. Jetzt will ich bloß noch ganz kurz so letzte kleine Änderung. Das sieht eigentlich gut aus. Wollte mir bloß noch ein kleines Fenster aufmachen, wo ich die Werte von meiner CPU und meiner Grafikkarte sehe. Ich glaube, jetzt ruckelt es auch nicht mehr ganz so hart bei euch. Nö, sieht eigentlich flüssig aus. Also zumindest bei mir im OBS. So schick. Das ist ja ein Hirsch. Ein Babyreh oder keine Ahnung, was im Garten gewesen. Oh! Wie geil. Okay. Alex! Ist es wirklich? Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Mal sehen, ob überhaupt jetzt jemand abstimmt, wenn Mia essen ist. Und sonst nehmen wir diesmal die Umarmung.